Hallo zusammen, Maya 3007 hier und herzlich willkommen zu meinen Neuzugängen aus dem September und dem Oktober 2019. Ich habe mich jetzt entschlossen, die beiden Monate zusammenzufassen, da im September nur drei Bücher bei mir eingezogen sind. Es hätte sich irgendwie nicht gelohnt, dafür ein extra Video zu machen. Darum jetzt eben zusammengefasst. Und mit den drei Büchern aus dem September möchte ich jetzt auch beginnen. Es war zum einen ein E-Book, nämlich Christiane Franke, Blutrote Tränen. Der erste Fall für Oda Wagner und Christine Cordes. Hat mir gut gefallen. Ich habe alle Bücher aus dem Emons Verlag dieser Reihe schon gelesen und dachte immer, das erste Buch aus dem Emons Verlag wäre gleichzeitig Band 1 dieser Serie. Und dann habe ich entdeckt, nee, da gab es noch eins vorher. Und drum war mir klar, das musst du auch noch lesen. War recht interessant und auch teilweise lustig zu lesen, wie die beiden Kommissarinnen sich während des ersten Falles zusammengerauft haben. Denn am Anfang gab es ja noch ordentlich Querelen. Dann habe ich mir ein Buch gekauft im September. Da war mir ja schon lange klar, das musst du sofort haben, wenn es rauskommt. Ich rede von Martin Meyer-Pyritz, Der Tod rast mit. Mit der Feuerwehr im Einsatz auf der Autobahn, über den täglichen Wahnsinn auf deutschen Straßen. Ja. Alle, die meinen Kanal schon länger verfolgen, wissen, dass ich ein großer Fan der Martin Meyer-Pyritz-Bücher bin. Herr Martin Meyer-Pyritz war bis 2010 Feuerwehrmann in Düsseldorf. Und in seinen Büchern schreibt er eben über die Einsätze, die er dort erlebt hat. Es sind immer wahnsinnig tolle Erlebnisberichte. Herr Martin Meyer-Pyritz beschreibt das Ganze immer so lebendig, dass man wirklich teilweise das Gefühl hat, mit direkt neben den Feuerwehrmännern im Einsatz zu stehen. Aber, und das ist das Gute dran, es ist in keinster Weise reißerisch. Das gefällt mir immer so an diesen Büchern. Dann ist im September noch ein Krimi bei mir eingezogen, nämlich Gina Greifenstein, Quetschekuche. Ein Pfalzkrimi. Der neue Fall für Paula Stern und Bernd Käser. Spielt rund um Halloween und morgen bekommt ihr endlich die Rezension zu diesem Buch. Ich habe es euch ja schon länger versprochen, aber morgen passend zu Halloween kommt das Video dann online. Hat mir wieder richtig gut gefallen. Ein total klasse Krimi mit diesen beiden Ermittlern. Ich muss jetzt kurz noch was gucken. Jetzt im Oktober sind nämlich auch wieder ein paar E-Books bei mir eingezogen. Zum einen von Susanne Hanika, Der Tod kriegt niemals kalte Füße. Der neueste Fall aus der Campingplatz-Krimi-Reihe. Da habe ich ja im Juni die ersten drei Bände gelesen. Das war nicht ein Dreifachband. Dieser hier. Habe ich euch im Lesemonat damals erzählt, dass mir die gut gefallen haben. Das ist jetzt dann eben der neueste Krimi, spielt rund um Weihnachten und ich möchte dieses Jahr im Rahmen meines Adventskalenders, übrigens kurze Ankündigung, den Adventskalender wird es natürlich auch dieses Jahr wieder geben, ich habe da schon einiges Tolles in Planung. Und in hinter einem Türchen wird sich dann eben auch die Rezension zu diesem neuen Krimi verstecken. Bin schon sehr neugierig drauf. Dann ist unter anderem noch Sissys Tod eingezogen. Als E-Book habe ich ja auch schon gelesen, war aber leider nicht mein Fall. Schade, aber naja. Dann war ich ja in Hamburg im Urlaub und habe mir dort vier Bücher gekauft. Ich habe sie euch ja schon mal gezeigt. Zum einen Carmen Rohrbach, Mein Blockhaus in Kanada, wie ich mir den Traum von Wildnis und Einsamkeit erfüllte. Ich habe es schon gelesen, das war ja meine Lektüre auf der Rückreise von Hamburg. Ein super toller Erlebnisbericht von Frau Rohrbach. Da gibt es ja noch viele Bücher dieser Autorin, ich habe mir jetzt vorgenommen, noch einige davon zu lesen. Bin schon sehr gespannt drauf.
Dann Gesa Neitzel, The Wonderful Wild, was ich von Afrikas Wildnis fürs Leben lerne. Habe ich noch nicht gelesen, aber wenn mein aktuelles Buch beendet ist, kommt das auf jeden Fall dran. Bin schon sehr gespannt, was Gesa zu erzählen hat. Von Gesa Neitzel habe ich ja bereits Frühstück mit Elefanten gelesen, was mir wahnsinnig gut gefallen hat und darum bin ich jetzt auch sehr auf dieses Buch gespannt. Allein das Cover hier finde ich ja schon wieder so toll gemacht. Wie gesagt, kommt bald dran. Dann Thomas Chetwin, Post für den Mörder, ein Cornwall-Krimi, auch auf das Buch freue ich mich sehr. Genauso wie auf Gil Ribeiro, Lost in Fueseta, ein Portugal-Krimi. Auch da bin ich wahnsinnig gespannt drauf. Und last but not least habe ich mir noch ein Buch gekauft, das ist das, wo ich gerade am Lesen dran bin, nämlich Natascha Kosakova, Römisches Finale, ein neuer Fall für Kommissario Di Bernardo. Da habe ich ja im letzten Jahr Tödliche Sonate, oder wie es geheißen hat, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, den ersten Band jedenfalls dieser Reihe gekauft und gelesen, und das ist jetzt eben Band 2. Geht auch wieder ums Thema Musik, gefällt mir bis jetzt richtig gut. Bin ein bisschen über der Hälfte. Ein ganz berühmter Pianist wird da erschossen nach einem Konzert aufgefunden. Und es stellt sich heraus, in seiner Beziehung hatte der gute Mann einige Leichen im Keller. Wie gesagt, bis jetzt sehr spannend. Im Lesemonat werde ich euch mehr davon erzählen. Das waren jetzt also meine Neuzugänge aus den letzten beiden Monaten. Es ist wieder ordentlich Lesestoff bei mir eingezogen. Kennt ihr denn schon eines der Bücher? Wenn ja, könnt ihr mir gerne eure Meinung in die Kommentare posten. Bin sehr gespannt drauf. Also, wir sehen uns dann demnächst mal wieder. Meier 3007.